Nach einem langen Arbeitstag entspannt auf die Couch hängen mit Snacks und der Lieblingsdecke oder dem Partner und einfach den Abend genießen und abschalten bei der Lieblingsserie. Es gibt mittlerweile fast nichts Schöneres und für viele ist das schon in den Alltag eingeflossen. Streaming-Anbieter gibt es ja mittlerweile genug. Ob Amazon Prime, Netflix, Maxdome und so weiter. Man kann sich aus allen das Beste für sich raussuchen. Aber der Markt ist noch lange nicht gesättigt. Disney sieht nämlich noch großes Potenzial für seinen hauseigenen Streaming-Dienst. Disney Plus dürften ja viele von euch bereits kennen. Zum einen durch die erfolgreiche Serie The Mandalorian, welche exklusiv auf Disney Plus zu finden ist. Und zum anderen durch die neuen Marvel-Serien, wo unter euch sicher der eine oder andere Fan dabei sein dürfte. Disney Plus startete am 12. November in den USA und bisher läuft es auch ziemlich gut. In Deutschland können wir auch ab heute auf den neuen Streaming-Dienst zugreifen und wir wurden durch das Angebot nicht enttäuscht. Disney hat bereits im Vorfeld angekündigt, welche Inhalte zum Release verfügbar sein werden. Mehr als 500 Filme und 350 Serien, darunter Klassiker wie die Simpsons, sind für uns ab heute verfügbar. Frankreich hingegen hat leider nicht so viel Glück. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise sind die Leitungen einfach komplett überlastet, da die Menschen zu Hause bleiben und dementsprechend einiges an Internet für sich beanspruchen. Frankreich darf also nach Disneys Entschluss erst am 7. April in den Genuss etlicher Disney-Klassiker und neuer hauseigener Projekte seitens Disney kommen. Hierzulande entschied man sich allerdings auch dazu, aufgrund der hohen Nachfrage die maximale Bandbreite vorerst bis zu 25% zu reduzieren. The Mandalorian, Star Wars The Clone Wars, Susi und Strolch oder High School Musical The Musical und viele weitere Disney Originals erwarten euch ab heute. Für eingefleischte Disney-Fans gibt es also einiges zu entdecken. Disney reagiert aber auch auf das Nutzerverhalten und so wird es mit Disney Plus auch das sogenannte Password-Sharing geben. Aber was genau ist das eigentlich? Einfach gesagt ist es so wie bei Netflix. Einer zahlt, vier können es benutzen. Das gleiche hat sich auch Disney Plus zunutze gemacht. Nur kann man hierbei bis zu 7 Profile erstellen und auf 4 Geräten gleichzeitig streamen. Offenbar wurde hier verstanden, dass es mittlerweile üblich ist, seine Streaming-Daten an Freunde und Familie weiterzugeben. Ein weiterer Pluspunkt für Disney Plus. Das Angebot wird Filme und Serien von bekannten Marken wie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic beinhalten, sowie bereits erwähnt neue Eigenproduktionen. Die gesamte Skywalker-Saga von Star Wars wird ebenfalls zu sehen sein und ab Sommer 2020 erscheint dann auch schließlich der letzte Teil der Saga. Was ihr alles auf der Streaming-Plattform zu sehen bekommen werdet, würde zu lange dauern, um alles in diesem Video aufzuzählen. Wir können auf jeden Fall und guten Gewissens sagen, dass ihr von Disney Plus nicht enttäuscht sein werdet. Amazon Prime und Netflix bekommen also sehr starke Konkurrenz. Nicht nur durch die Möglichkeit des Password-Sharings, sondern auch durch das breit gefächerte Angebot an Film und Serien und auch durch den vergleichsweise günstigen Preis. Aktuell steht Disney Plus mit einem Preis von 6,99 € pro Monat günstiger da als Amazon Prime und Netflix mit monatlichen Kosten von 7,99 €. Wobei ja die wenigsten Netflix für sich alleine nutzen. Daher fällt auch ein etwas höherer Preis von 15,99 € im Monat an, wenn man sein Konto mit der Familie oder Freunden teilen möchte. Disney Plus bietet ja, wie gesagt, mit einem großen Angebot und einer großen Auswahl an Plattformen wie dem Handy, Konsolen wie PlayStation oder Xbox oder auch dem Smart TV einiges an Möglichkeiten. Jedoch gibt es da ein paar Dinge, die es noch zu verbessern gilt, wie zum Beispiel, dass es keinen Bereich für bereits gesehene Inhalte gibt, wie es bei der Konkurrenz der Fall ist. Leider lässt sich auch die Streaming-Qualität im Webbrowser nicht einstellen, was bei einer schlechten Internetverbindung oder in diesem Fall reduzierter Bandbreite zu schlechter Videoqualität führen könnte. Ein weiterer Punkt ist, dass sich das Angebot nur auf Disney-Filme und Serien beschränkt. Das sind zwar einige, jedoch ist man so mehr oder weniger gezwungen, auf andere Anbieter umzusteigen, wenn einem die Lust nach anderen Filmen steht. Am Ende des Tages ist es sowieso jedem selbst überlassen, wofür man sich entscheidet. Man kann aber schon sagen, dass sich Disney Plus als Streaming-Plattform etablieren wird und kaum Raum für Wünsche offen lässt. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Was sind eure Wünsche für Disney Plus und welche Filme oder Serien würdet ihr gerne auf der Plattform sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Vergesst auf dem Weg nach draußen nicht, die Glocke zu aktivieren und zu abonnieren, um weiterhin guten Content für euch zu sichern. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal.